Hallo und herzlich willkommen zu Temporal. In diesem Level muss man, ich sag das einfach mal, wenn ich genau nichts tue, dann stirbt der Roboter, weil er einfach in den Abgrund fällt. Das ist der erste Level, in dem man aktiv von Anfang an was tun muss, um nicht zu sterben. Man sieht, der Lift, der funktioniert nicht. Hallo, Lift? Ne, der geht nicht. Aber zum Glück ist hier eine Zeitmaschine. Und damit kommt man dann eben doch dort hoch. Denn ich werde jetzt bei 40 Sekunden hier draufsteigen. Und dann fliege ich hier hoch. So, 40 Sekunden. Das heißt, jetzt reise ich zurück zu 30 Sekunden. Und stelle mich dann oben drauf. So, damit der jetzt nicht. Okay, so nicht. Ich wollte gerade noch mitfliegen, damit der jetzige Roboter sozusagen, der vor der Zeitreise nicht so weit abstürzt. Aber ich glaube, ich lasse das einfach. Ich fliege jetzt bei 20 Sekunden pünktlich los und fliege einfach durchgehend die ganze Zeit. So. Gleiche. Ne, eben nicht das gleiche, sondern ich bleibe jetzt einfach drauf stehen. Ich stelle mich da jetzt drauf, lass mich so weit wie möglich mit rüber und hochnehmen. Und. Hä? Warum geht das nicht? Warum funktioniert das nicht so, wie ich das will? Was könnte ich denn stattdessen tun? Ah, ich könnte hier hin und dann gerade hoch. Dann versuchen, rüber zu fliegen, kurz drauf abzusetzen. Und dann mit neuem Schwung von dort aus hochfliegen. Oder kann ich vielleicht sogar direkt von hier aus hoch? Nein. Das hat auch nicht geklappt. Hey, wie funktioniert das? Das kann jetzt aber nicht so schwer sein, oder? Komm, bei 15 Sekunden fliege ich jetzt los. Nee, so funktioniert das nicht. Vielleicht, wenn ich einfach. Ah, das. Einfach so hoch? Okay, bei 35 Sekunden fliege ich hoch. Na, so klappt das nicht. Ich muss hier oben schon Platz lassen, um drauf zu stehen danach. Nochmal so wie am Anfang, komm. Langsam rüber, damit ich danach oben bleiben kann, korrigieren kann. Und dann muss ich jetzt entsprechend dafür sorgen, dass ich oben drauf bleibe. Ja, jetzt stelle ich mich kurz ab und dann. Oh, komme ich gerade so hoch. Puh! Das war schwierig. So, TP ist wieder da. Genau, beim letzten Mal wurde ja die zentrale Liftintelligenz endlich besiegt, die den TP verfolgt hat. Und leider sind jetzt die Lifte in der unmittelbaren Umgebung leider alle außer Gefecht gesetzt. TP konnte allerdings glücklicherweise entkommen in einen Energiewürfel, der entsprechend markiert ist. Allerdings sind diese Energiewürfel sehr stabil und ich muss jetzt einen Weg finden, die in meiner unmittelbaren Umgebung zu zerstören. Boah, wie könnte das denn funktionieren? Na, sie sind sehr stabil. Runterwerfen funktioniert nicht.
Na ja, gut, die Lösung ist im Prinzip relativ einfach. Man muss den entsprechenden Kubus einfach chronofraggen. Aber zuerst ein paar Vorbereitungen. An den Level erinnere ich mich nämlich noch zum Glück. Das heißt, ich weiß jetzt, wie der funktioniert. Ich lege den hier ab. Dann fliege ich da hoch. Und schnappe ihn mir, verdammt. Dann eben so. Und der muss dahin. So, wie man sieht, ist hier ein offensichtlich markiertes, ein offensichtlich markierter Kubus. Der ist so schön. Na, das ist das Bild von TP einfach, ne? So wie das aussieht. Hübsch. Jetzt den halt irgendwie da hochkriegen. Geht das so? Ja, das geht so. Gerade so. So, jetzt auf die andere Seite. Vielleicht auch? Wow. Hätte jetzt nicht gedacht, aber funktioniert. Und jetzt Stück für Stück. Uiuiui. Hier rüber. Und jetzt sieht man auch schon, wofür der Kubus war. Von dem unteren aus reicht es gerade nicht da hoch. Aber mit so einem extra orangen Würfel reicht es eben doch. So, jetzt muss ich den noch irgendwie loswerden. Na, ich kann ihn ja unten abstreifen. Sollte gehen. Also nochmal zur Erinnerung: runterfallen bringt nichts. Okay, ich stelle ihn jetzt hier ab bei 4 Minuten 52. Lasse ein paar Sekunden stehen. Und alles zwischen 4 Minuten 52 und 5 Minuten, also zum Beispiel 4:58, funkt. Und das hat funktioniert. Allerdings ist das System jetzt ein bisschen überlastet mit der Energie aus dem Energiekubus. Tippi, er ist wieder da. Und es sieht wohl so aus, als wäre die Energie im Hauptkondensator. Was hätte die denn überlastet? Und der Effekt, wie man sieht, da sprühen so Sternchen aus dem Roboter raus. Und der Roboter kann einfach durchgehend fliegen. Jetzt habe ich mich schon immer gefragt, oder beim letzten Mal gefragt, ob es hier unten noch irgendwas gibt. Da scheint was zu sein. Haha, ein Milb. Cool. Und der Lift funktioniert auch nicht, wenn man ihn anschiebt. Nee, leider nicht. Eine neue Challenge freigeschaltet. Es gibt am Ende, wenn man komplett durch ist, Challenges, die man machen kann, um weitere Challenges, glaube ich, freizuschalten. Keine Ahnung. Ich habe noch nie alle geschafft. Und ich habe jetzt beim letzten Durchspielen die Challenges auch nicht gemacht, sondern nur die Story durchgespielt. So, hier gibt es einen neuen Weltraumlift, einen neuen Skylift, der zum nächsten Abschnitt führt. Allerdings ist er erstens nicht an und zweitens ist der Weg hier blockiert. Dann gibt es hier diese Kanonen, die vermutlich von dem Schalter, der hier mit Security Protocols beschriftet ist, aktiviert werden. Und hier gibt es den orangen Würfel, der offensichtlich die Kanonen aktiviert, sobald die Blöcke hier rechts gesprengt werden. Die Blöcke da links will ich aber natürlich sprengen, weil die dem Weltraumlift im Weg sind.
Es gibt nur ein kleines Problem. Alle... Ja, ich stürze ab. Das Problem ist, dass hier rechts nicht nur eine Kanone steht, angebracht ist, sondern sechs. Sechs Kanonen. Eigentlich bräuchte ich nur die oberste. Aber der Schalter aktiviert alle Kanonen auf einmal. Und damit ist hier leider das Sicherheitsprotokoll aktiviert. Ich komme hier leider auch nicht durch, um manuell nach oben zu fliegen. Und wenn ich jetzt den Lift aktiviere, geht das überhaupt? Nee, das funktioniert nicht. Ja, dieser Level braucht eine Weile. Bis dahin ist die Folgenzeit wahrscheinlich überschritten. Deswegen würde ich jetzt hier einfach mal einen Folgenschnitt machen. Vielleicht den Roboter noch kurz töten, damit die Folgenzeit, die Episodenzeit in der nächsten Folge vielleicht sogar geknackt wird, einen neuen Rekord. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.